willkommen bei FPÖ TV. Wir melden uns heute vom Bundesparteipräsidium aus dem wunderschönen Meran. Und die Frage, die sich jetzt vielleicht viele stellen werden, warum ausgerechnet Südtirol? Ich glaube ganz einfach, gerade in diesen Zeiten ein schönes Zeichen, dass wir nicht nur in Österreich tagen, sondern natürlich auch in Südtirol und in Wahrheit für uns einer der Südtiroler Österreicher. Ja, Südtirol ist uns ein Herzensanliegen und wir haben natürlich bewusst auch hier mit unserer Klausur ein Zeichen gesetzt, denn wir wollen das Selbstbestimmungsrecht der Südtiroler auch in der Realität umgesetzt sehen, dass auch die österreichische Schutzmachtfunktion nach selbstverständlich beibehalten bleibt und endlich in den Verfassungsrang kommt und dass wir auch grundsätzlich in der gesamten Entwicklung auch den Zwischenschritt setzen, die Doppelstaatsbürgerschaft für die Südtiroler sicherzustellen. Die Forderung ist ja ganz klar, ein Tirol, das wäre dann ein Bundesland. Ne? Es gibt ja klare Umfragen, die zwar immer wieder in Abrede gestellt werden, deshalb bin ich ja einer, der die direkte Demokratie in den Verfassungsrang heben will in Österreich, damit man nicht über Umfragen reden muss, sondern das Volk abstimmen lässt. Aber 83% der Österreicher sind gefragt worden, wollt ihr, dass Südtirol, wenn es sich dafür entscheidet, zurückkommt nach Österreich? Und die sagen ja. Das heißt, die wollen euch. Es wollen euch nur manche politischen Parteien nicht oder manche politischen Parteien nehmen euch nicht ernst. Ja? Das muss man ja ehrlich so formulieren. Bei der ÖVP halt aus unterschiedlichen anderen Gründen da bevorst du den Eindruck, dass zwischen dem einen Landeshauptmann Nordtirols und dem anderen Landeshauptmann Südtirols da etwas nicht ganz passt, weil die wollen beide nicht Macht verlieren. Ne? Weil das wäre ja dann am Ende vielleicht auch eine Entwicklung Richtung Selbstbestimmung und am Ende gibt es dann vielleicht nur mehr einen Landeshauptmann. Ne? Das tut ja auch weh. Ne? Und so gesehen hat man dann fast schon das Gefühl, die wollen den Zustand so belassen, wie er ist, ja? Weil da kann man halt mit den Gefühlen vielleicht spielen, aber die Realität ist man nicht bereit umzusetzen. Ne? Ja, ich denke, es war ein großartiges Ereignis. Es war wichtig, dass die österreichischen Politiker hier einmal in Südtirol wirklich Farbe bekennen. Und ich denke, dass unser Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache hier freiheitliche Positionen ganz klar zum Ausdruck gebracht hat.